Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator und immer noch an dieser Stelle, beziehungsweise wieder. Ja, ich habe bis jetzt hier gespielt und ich muss sagen, ich habe diese Scheiße jetzt dreimal machen müssen. Und wo ist er denn bitte? Ich bin dreimal an deren Scheißblut verreckt. Das ist unglaublich. Hier kommt wieder einer. Jetzt ist der hinter mir. Ja, guckt euch das an. Das ist doch scheiße. Hier sind noch drei Gegner. Wo sind die denn? Wo muss ich überhaupt hin? Da vorne zur Tür oder was? Gehen wir einfach mal in Richtung... Ah, jetzt kommen sie. Abflug, du stinkst. Kein Audi-Log gesichtet. War auch nicht schlimm, da vorne ist er doch. Wahrscheinlich kommt er jetzt genau hier hin, wenn ich tot oder wieder tot bin. Genau, sag ich doch. Wundert mich das? Nein. Verpiss dich und deine Spucke da. Überlebe, bis die Scheiße da fertig ist, mal wieder. Kann es sein, dass die Shotgun vielleicht nicht so gut ist auf Entfernung. Heck läuft. Ja, sehe ich. Heck abgeschlossen. Perfekt. Ich bin ein bisschen gereizt. Mich kotzt das gerade richtig an, dass ich an dem Blut so dreist verreckt bin die ganze Zeit. Und die Endarena, oder was ist das hier? Sieht auf jeden Fall so aus, aber die sah ja auch schon beim Predator und beim Alien so aus, von daher... Ich muss sagen, was mir hier bei diesem Spiel ein bisschen gefehlt hat, was die Waffen anging, also was die Menschen hier jetzt betrifft, hat mir so ein bisschen so ein Gauss-Gewehr gefehlt. Vielleicht kennt das einer aus Crysis. Da gibt es so ein Gauss-Gewehr. Das sieht richtig geil aus und das ist auch relativ gut gegen Aliens. Sowas vermisse ich hier irgendwie. Also, das hätte meiner Meinung nach richtig gut in dieses Szenario gepasst. Aber, naja. Türe aufstemmen. Oh, der Predator. Warum wundert es mich nicht, dass ich in diese Arena falle? Ach, du bist ja so gefährlich. Komm her, wenn du dich traust. Wenn du ein wirklicher Kämpfer wärst, würdest du direkt herkommen. Und nicht so hinterfotzig mit deinem Explosivscheiß da auf mich ballern. Ich sollte mich nicht bei diesen Explosivsachen bewegen, vielleicht. Ah, da oben ist er. Sniper. Ah, jetzt ist er gleich down. Wo ist er denn? Hinter mir. Ist er wieder vor mir? Teleportiert der sich auf einmal oder was? Jetzt hat er wieder auf einmal Schild voll. Ist doch scheiße. Und ich sehe den nicht mal. Ah. Motherfucker, sagt die Made hier zu mir. Sehen tue ich den dadurch aber nicht. Mann, jetzt lädt sich ja immer wieder sein scheiß Schild auf. Sehe ich gar nicht den Typen. Was? Wo ist er denn? Da stand er doch gerade, ne? Bleib einfach stehen. Ich kann mich ja auch nicht so... Ich kann mich ja auch nicht so bewegen. Heißt, irgendwo hinspringen oder so. Das ist so eine Made, der Typ. Ich renne jetzt einfach hier durch. Was ist denn los? Jetzt hat der da wieder sein komisches... Scheiß Schutzschild. Das wird ja voll der ewig lange Kampf.
Ich glaube, wenn ich Granaten hätte für das Maschinengewehr, da und ich den damit treffen würde, dann würde ich den wahrscheinlich viel mehr abziehen. Ach, guck mal, hier ist wieder dieser Professor Fatzke da. Hey, jetzt wird er mir gar nicht angezeigt. Ist auch cool. Ah, jetzt ist er wieder da. Mr. Invisible. Wo ist er denn? Sniper-Muni. Das bringt voll was. Jetzt sind hier auf einmal mehrere Gegner. Hä? Was für ein Kack-Endkampf. Vor allem, dieser Spacken-Predator hüpft ja die ganze Zeit hin und her. Jetzt habe ich hier mehrere Punkte auf dem Radar. Da war die Made. Oder da ist die Made. Na, komm her. Brauchst dich nicht verstecken, du Feigling. Was liegt denn hier? Die Shotgun, okay. Ich kann ja mal die Shotgun nehmen. Vielleicht zieht die ja mehr. Oder auch eben gar nichts. Man fühlt sich so ein bisschen wie von Geistern umzingelt. Der müsste mal wieder hier runterkommen. Jo, wahrscheinlich kämpfe ich mit der Pistole gegen den. Ah, jetzt ist er... Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt wäre er weiter unten, aber... Also, er war ja weiter unten, aber halt immer noch nicht in Reichweite. Ich werde diesen Kampf beenden. Ich laufe jetzt hier so rum. Hilft zwar nichts. Ah, da ist er. Headshot hat wieder sein Schutzschild. Ein Kackschild da. Boah, wie viele Punkte sind denn hier auf einmal? Bitte. Immer dann, wenn der verschwindet. Nein! Ach, guck mal an, jetzt hat er keine Maske mehr. Und du scheiß Predator. Fotze. Hinter mir ist noch einer. Töten Sie den Predator. Jawohl. Haben wir es doch noch geschafft. Mann. Ich dachte schon, ich sitze jetzt die ganze Folge hier dran. Bist aber auch ein Schäbiger, ne? Idiot. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier vorne ist irgendwas. Ah, hier kann ich dann wahrscheinlich nach oben, ne? Ja. Tonband? Nein. Jetzt setze ich mir nämlich die Predator-Maske auf. Nein. Wahrscheinlich nicht. Moment. So. Man weiß ja nicht, was jetzt auf mich zukommt. Suchen. Suchen in der Kabine. Ah, guck mal. Okay, jetzt haben wir offiziell 37. Was kommt denn jetzt noch? Hinter mir sind wieder Gegner. Och, Mann. Nicht mal einen Moment habe ich Ruhe. Aber ich bin jetzt wieder bei einem Alien. Jetzt haben wir einen Predator besiegt. Wir haben... Hätte ja sein können, dass da ein Alien rauskommt. Achtung. Wo denn? Ah, da. Und da. Und da. Jetzt sag mir nicht, wir müssen hier auch nochmal gegen das Predator-Alien kämpfen. Oh. Ich wusste, dass man noch sieht, dass ein Alien schlüpft.
Das gehört einfach zu einem Alien-Spiel, beziehungsweise zu irgendwas mit einem Alien. Ah, Shotgun-Muni, okay. Hier sind noch mehr Feinde. Ah, da waren sie. Huch, da war auch einer. Kommt ruhig. Ich habe keine Skrupel, euch abzuballern. Oh, aber ich habe Skrupel zu sterben. Verpisst euch. Scheiße. Ach, das kotzt mich auch an, dass die sich dann in Säure auflösen. Dann kannst du da nämlich nicht mehr langlaufen. Bis die halt weg sind. Hat's den noch nicht erwischt. Immer noch nicht. Verpiss dich, Mann. Du ziehst viel zu viel mit deiner Scheißsäure. 1, 2, 3. Warum habe ich so das Gefühl... Scheiße. Das Gefühl, dass die gleichen Alien gebärt. Gehen Sie Tequila-Signal nach. Suchen Sie Tequila. Hallo, Tequila. Ich werde sie vermissen, stand da gerade unten, oder? Okay, interagieren. Nicht nach vorne laufen, interagieren. Kommt ja noch richtig Liebesstory auf. Wahrscheinlich. Müssen wir überhaupt zurück? Wahrscheinlich schon, ne? Ein Ding von denen, ja? Du hast also das, na, wie heißt's? Das Preda-Alien kennengelernt. Ach, guck mal. Nicht zu glauben, dass unser Neuer die ganzen 10 Typen überdauert hat. Das wurde ihnen schon in die Wiege gelegt, was? Ja. Ich weiß, wir sind schon unglaublich cool. Oh mein Gott, das ist so behindert. Hier sind noch Anreger. Hallo, Alien. Komm ruhig. Der Cooper-Roll. Ja, Mädchen, du bist so langsam. Wenn du einen Meter schneller gehen würdest... Ach, hier geht's auch hin. Ach so, hier ging's ja in diese Arena. Müssen wir hier lang, oder? Nö, jetzt entfernen wir uns doch wieder vom Ziel. Aber die geht auch hier runter, also gehe ich auch hier runter. Ah, okay, Kontrollpunkt. Eskortieren Sie Tequila zur Sicherheitstür. Wo ist Tequila? Ach, hier unten. Kann niemand einen Meter schneller laufen, bitte? Alter. Ich will das jetzt noch machen in diesem Part. Dafür waren diese kleinen Tanks hier überall. Kann doch keiner wissen, dass man hier nochmal runter muss. Abflug. Wo ist Tequila? Ach, hier. Hallo. Oh, bitte, erklär es mir. Wie kann das sein? Och, mein Gott. Wie kann das bitte sein, dass ich von diesem Scheiß, wenn ich den Aliens die Rübe wegballere, ja, draufgehe? Das kann doch gar nicht sein. Das darf gar nicht sein. Das ist echt ein Punkt, der mich richtig ankotzt, gerade an der Marine-Kampagne. Als Predator hat uns das kaum gekümmert, weil wir diese Maske anhatten. Als Alien macht uns Säure sowieso nichts aus. Und als Marine auch scheiße, mir ist ein Fingernagel abgebrochen. Wo ist Tequila? Die ist wieder ihren eigenen Weg gegangen. Wahrscheinlich bin ich wieder tot, oder? So, gehen wir weiter. Jetzt kann Tequila eigentlich auch mal hingehen. Warum kommen die Scheißviecher nur zu mir? Nach, Mann.
Verpiss dich. Und du dich. Hinter mir ist noch einer. Bitte. Ich mach für sie die Tür auf. Ja, mach doch. Mach hinne. Ich werde jetzt erstmal einen Cut machen. Dann melde ich mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.